Du Papa? Ja, mein Sohn, was ist denn wieder los? Ich habe heute ein Problem mit der Schule gehabt. Ach, ich bekomme die Migräne! Schon wieder ein Problem! Du hast doch nur Probleme seit einem Monat! Ja, aber es ist nicht so, wie du denkst. Ich habe einen Klassenbucheintrag bekommen. Es ist aber nicht meine Schuld. Ein Klassenbucheintrag. Das gibt einen Monat Hausarrest. Ein Monat Hausarrest. Keine Widerworte. Ab. Nee. Ein Monat Hausarrest. Nee. Nee. Ich gehe zum Jugendamt. Ich gehe jetzt zum Jugendamt. Mensch. Ich bekomme die Migräne, heilige Bratwurst. Dieses Buch ist sehr gut. Bald, ich habe durchgelesen und dann ich kann Deutsch endlich reden. Papa? Was ist los, Olo? Ich hab ein Problem. Du mit mir, du mit mir über alle Probleme reden. Komm, setzen, reden mit mir über alle Probleme. Ich immer hören die zu, du reden Probleme. Ich höre. Hey, ich habe einen Klassenbucheintrag bekommen in der Schule heute. Das Klassenbucheintrag. Klassenbuch gut oder schlecht? Schlecht. Ja, schlecht. Mhm. Schlecht. Also du hast schlecht gemacht in Schule. Ja. Warum du gehen Schule? Warum? Als ich war, ich musste Schule und Arbeit. Und ich sage dir, du musst nicht Arbeit, Schule nur gehen und du machen Scheißdreck. Aber war nicht meine Schuld. Halt dein Schnauze. Ja, war nicht meine Schuld. Der Lehrer. Halt dein Schnauze, habe ich gesagt. Diskussion nicht. Du bringen jetzt deine Fernseher, Playstation und deine Handy bringen du hier. Und lernen. Eine Jahr. Ja, wie soll ich denn den Fernseher runterbringen? Diskutieren nicht. Bringen nie runter. Nein, ich meine doch nur, der Fernseher hängt an der Wand fest. Wie soll ich den da abmontieren? Du diskutieren noch. Ich hab doch nur gefragt. Du diskutieren. Du Missgeburt! Was rufst du mich denn jetzt an, ey? Ja, hallo? Ja, hallo? Alter, ich stotter doch die ganze Zeit unter. Die Leute. Dann war ich dazwischen.